Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 62. Leider wurde ich gerade ein bisschen überfallen von den doofen Dingern. Ich habe überlebt, nur mein Freund Aslan leider nicht. Aber wir haben auch da ein bisschen dezimiert. Ich habe auch schon den Schneidereiverkäufer gesehen. Habe keinen Begleiter, toll. Okay, aber neues. Ja. Er hat sich irgendwie weggeportet. Quatsch, ist despawned. Weggeportet. So. So, aus Neugier frage ich mich, wie andere Klassen das schaffen mit 40 oder so. Das ist ja fast unmöglich. Bekannt sind wir. Kurz, bis der gegessen hat. Jetzt. Och, das gibt's doch nicht, ehrlich. Das ist nicht den Zweck der Sache, aber gut. Was soll das? Du nicht. So. Eine Karte. Hihi. Auch. Schnupftabakkammer voll. Ich sagen, pack sie dir. Geh schon hier hin. Zwei mit. Die Gold, die könnten wir dann im Auktionshaus verkaufen. Weil die gibt es nicht so oft, oder? Gehen wir wieder langsam weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Haben wir dann alle hier? Haben wir auch. Und ich habe das eben gesehen. Neue Treuestufe von unserem Begleiter ist jetzt zuverlässig. Den haben wir. Den brauchen wir immer plündern. Da ist ja nur der Schmutz drin. Den haben wir. Oh. Oh. Erweitert, bla bla bla. Ach, war schon alles hier weg. Schön, 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 schön. Müssen wir direkt ein paar fertig haben hier. Gruppenquest. Naja, gut. Die Truhe des Captains. Na gut, jetzt können wir auch mal nur auf uns aufpassen, weil wir sind ja auf dem Reittier. Da ist ja unser Panzer, sag ich schon, unser Tiger in der Tasche. Der Tiger im Tank. So ein Mock. Theoretisch würde ich sagen. Gehen wir jetzt mal ein paar Quests ab, dann haben wir ein bisschen Platz, können wir direkt verkaufen in einem. Jo. Wäre, glaube ich, besser. Sehr gut, sehr gut. Machen wir das doch. Ach ja, ich hatte auch noch ein bisschen geskillt. Wir sind jetzt 151. Hoho.
Wir brauchen halt noch mittleres Leder. Davon haben wir nicht so viel. Allerdings könnten wir hiermit auch schweres Leder skillen. Schwuppdiwupp. Der müsste da theoretisch abgeben. Und zuerst runterhüpfen, aber das brauchen wir nicht. So, mit das. Naja, gut. Können wir noch irgendwie, ja, noch. Zum Abgeben. Naja, das ist nämlich immer ganz rentabel. Verkaufen. Gebunden. Schnupftabak. Bisschen Platz. Schöne Sache. Wie geht's? Bleibt sauber. So, das ist ein O. Und hier. Jawohl, 44. Flottenmeister. Genau, das ist jetzt hier hinten. In den Schiffen. Im Prinzip auch eigentlich eine coole Quest. Aber die wird dann schon was schwieriger. Weil wir ja jetzt dann einmal durch die Schiffe kämpfen müssen und ich weiß nicht, wie gut wir pullen dann. Vor allem mit unserem lieben, treuen Freund, sag ich mal. So, sind wir. Ein bisschen aufgeräumt hier. Sehr schön. Sehr schön. Farbstoff. Da wollen wir da hin. Hier ein bisschen Platz. Schön. So, mal gucken wir mal hier. Ja, genau. Gut, ein, zwei Sachen herstellen. Können wir noch nicht. Feiner Faden. Feinen Faden. Hat da, hat da. Mal 20 Stellen. Schönen Tag auch. Ja, was wollt ihr? Zeit ist Geld. Wer konnte denn uns das beibringen? Konnte hier nicht einer was beibringen? Nö, anscheinend nicht. Stellen wir nicht zu viele her. Machen wir erstmal, ich glaube 10 können das sein. 9 erstellen. So. Oder noch 5, was sagst du? Ah, pass mal einfach mal auf. Das macht. Können wir die gleiche Mischung unserer Sachen verbessern. Und wir skillen dann ein bisschen. Praktischerweise. Weil das ist nämlich nie verkehrt. Nachher wird das nämlich auch noch wichtiger, weil dann können wir uns ein cooles Set zusammen. Okay, 10. Können wir uns ein cooles Set zusammenschustern. Für den Jäger. Und zwar gucken, ob ich es finde auf die Schnelle. Lederverarbeitung. Meister, was sind da? Drachenleder. Hier ist nämlich richtig cool. Das ist. Sind wir 3 Sets. Ich glaube, es ist das Falsche. Das hier ist das. Ja, plus 3 Beweglichkeit, genau. Hier. Sieht nicht so legendär aus, aber ist wirklich cool. Set. So.
Genau, jetzt können wir nämlich unsere Sachen ja auch verbessern. Ich glaube, die Buchse war es, die man auch verbessern konnte. Ja, Handschuhe. Das ist nicht die Brust, aber. Den Hut. Nein. Das auch nicht. Da steht da denn was dran? Dann Brust, Beine, Hände, Füße. Brust, Beine, Hände, Füße. Okay, nee, ist gut. Haben wir alles. Sehr schön. Sind wir hier? 361. Auch sehr gut. Hier schon was lernen. 370. 1,90. Nein. So. Gucken wir mal weiter. Könnten wir denn theoretisch hin mit 44? Haben wir hier noch tolle Quests? Mal gucken. Rauschen. Ja, das sieht ja eigentlich auch nicht verkehrt aus. Sturmwind. Sprechenmeister der Lehren. Tanaris. Können wir mal rüber. Mit dem Schiffchen kommen wir dann nach Tanaris. Ich glaube nicht. Übersetzen kommen wir nach Brachland. Brachland ist jetzt nicht so toll. Mal gucken, ob da hinten der Riese ist. Ob der jetzt Non-Elite oder Elite ist. Wenn der Non-Elite ist, können wir uns den schnappen. Tja, aber man sieht nichts. Dann mal rübersetzen. Die Puppe ist auch noch nicht zerstört von der Todesschwinge. Liter. Wie? Dann doch was krass. Die ist zwei Level über uns und Elite. Das ist nicht gut. Ach so, der schwimmt hoch und runter, Aslan. Theoretisch wären wir jetzt tot. Das Schiff ist über den Kopf gefahren. Aber uns macht das nichts. Wir sind ein starker Jäger. Das sind immer so die Momente, wo du denkst, wir hätten ja mit dem Schiff fahren können. Müssen wir dann hier raus? Schnell hier hoch? Aber das schafft man, glaube ich, nicht. Da haben wir uns aufs Schiff gewartet, hat also sehr denn so viel. Oh. Das gibt's auch. Ich auch ein paar Mal. Das hab ich mich geärgert. Das hab ich mich geärgert dann. Ehrlich gesagt will ich gar nicht hier weiter questen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Schlingdorntal. Wir könnten ja in der sengenden Schlucht, finde ich ganz cool. Da würde ich sagen, warte ich mich jetzt noch Sturmwind. Von Sturmwind. Gehe ich durchs Rotkamm, durch die brennende Steppe, in irgendeine Schlucht. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zum Lehrer, machen noch ein, zwei Sachen. Und dann verabschiede ich mich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann in der sengenden Schlucht. Das ist viel cooler.
weil die Quests da in Schlingdorntal ähneln sich alle. Das ist Blödsinn, da weiterzumachen. Ist wirklich Blödsinn. Also so sieht man ja nichts von der Welt. So, dann gehen wir erstmal zum Lehrer. Was der von uns hat. Leder haben wir auch noch ein bisschen, ne? 10. Was kann ich für euch tun? Uiuiuiui, was ein Strom ist. Bei 75 kann ich weiter lernen, okay? So. Obwohl, die ist gar nicht mal schlecht. Meine Gebauk habe ich keinen. Das habe ich auch nicht. Farbstoff kann ich kaufen. Puh, aber 75 ist noch ein Stückchen. Aber wenn wir gerade hier sind, kann ich euch ja mal die alte Stelle zeigen, wo man Ehre gegen Rüstung getauscht hat. War nämlich hier. Und hier war auch ein Instanz-Tor mit Ladebalken. Hier kommt man dann Ehre gegen Rüstung tauschen. Ich glaube, das war 60er, ne? Ne, Stufe 30. Ja, das sind für 70er. Naja, gut, geht so, ne? 146, Item Level. Was geht euch durch den Kopf? Oh, wie das T4 sieht aus. Kann ich hier? Was für Waffen? Gut, jetzt mal Angst. Eine schicke Armbrust. Schnieke, schnieke, ne? Und ich habe gesehen, nein, geht nicht. Ich hatte mir eben ein Video angeguckt von der Alpha. Da hatte einer was vorgestellt und da konnte, also beim Stellen hatte der Jäger ein Schild an. Das sah schon seltsam aus. Also ein PC kenne ich das nicht. Hier sieht man es auch 50. Ich meine, PC, Anfang PC oder so, hatte der auch kein Schild. Und den Klassik weiß ich nicht, da habe ich noch nicht gespielt. Aber ich glaube nicht, also könnte ich mir jetzt schlecht vorstellen. Nee, nee. Nee, nee, geht gar nicht. So, guck gerade noch auf die Bank. Die so hergibt. Seid gegrüßt. Ja, packen uns ein paar Sachen mit. So. Ein paar Sachen habe ich halt noch. Im geschmeidigen leichten Balk. Wir brauchen einen geschmeidigen Balk. Nützt uns also nichts. Tickschein, NG, Lederverwaltung, Lederverwaltung. Wir haben hier noch was Tolles. Ringe. Haben wir einen Ring überhaupt an? Juhu, haben wir. Nicht das Tolle, das Tollste. Nicht so wirklich. Naja, gut. Wo noch weiter Zeit verblenden, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in der singenden Schlucht. Lasst es euch gut gehen. Lasst doch ein Abo da. Und wir sehen uns. Oh, wiedergesehen.